Herzlich willkommen auf der Ingentis Org Manager Plattform. Heute stellen wir Ihnen das Modul Org Insights Board vor. Mit der Lösung behalten Organisationsentwicklung, HR und Management alle relevanten Kennzahlen zur Steuerung von Organisationen im Blick und steigern so sowohl die Produktivität als auch die Effizienz nachhaltig. Der Reiter Dashboard gibt der Führungskraft, in unserem Fall CEO Dr. Herbert Meyer, eine schnelle Übersicht über die Organisationseinheiten pro Level. Auch die Verteilung von Führungskräften zu Mitarbeitenden pro Level ist auf einen Blick ersichtlich. Ergänzend zu den summierten Zahlen aus dem Balkendiagramm zeigt die Heatmap, wie viele Teams mit einer bestimmten Führungsspanne es pro Level gibt. So sehen wir beispielsweise, dass Level 5 insgesamt 4 Teams mit einer potenziell zu hohen Führungsspanne von 62 hat. Per Klick lassen sich die betroffenen Teams anzeigen und direkt ansteuern. Im unteren Bereich des Dashboards geben 4 Tortendiagramme weiterführende Einblicke in das Innenleben der Organisation. Neben der Anzahl von Vakanzen sowie Einzel- und Mehrfachbesetzungen lassen sich hier zudem Organisationseinheiten mit und ohne Führungskraft bzw. in Personalunion geführte Organisationseinheiten anzeigen. Auch das Verhältnis von Microteams mit 3 oder weniger Mitarbeitenden und in Target-Teams mit mehr als 3 Mitarbeitenden wird ausgespielt. Zu guter Letzt steht auch die Verteilung der passenden und unpassenden Grades, also der Frage, inwieweit die Skills der Mitarbeitenden mit den Anforderungen der Planstellen übereinstimmen, bereit. Eine Übersicht des Grades pro Standort erhält man durch den Klick auf die Heatmap. Aus dem konkreten Beispiel geht hervor, dass es am Standort Frankreich 179 Mitarbeitende mit dem Grade F gibt, die per Klick angezeigt und in ihrer Organisationseinheit angesteuert werden können. Ebenfalls praktisch, sämtliche Informationen der Tortendiagramme lassen sich bei Bedarf als CSV-Datei exportieren. Im Reiter Sunburst können Organisationseinheiten ohne Führungskraft, mit Vakanzen oder mit Microteams per Klick angezeigt und angesteuert werden. Dynamische Filter- und Highlight-Funktionen ermöglichen es zudem, Organisationseinheiten, die eine gewünschte Führungsspanne über- oder unterschreiten, zu identifizieren. In diesem Beispiel lassen wir uns Einheiten anzeigen, deren Führungsspanne mit einem Wert von 30 potenziell zu hoch ist. Das Org Insights Board fasst alle Kennzahlen zur Steuerung von Organisationen zusammen, macht Optimierungspotenziale ersichtlich und steigert die Effizienz der Organisation so nachhaltig. Mehr Infos finden Sie unter www.ingentis.de.